5,3 Millionen, ja, 5,4 Millionen, 5,5 Millionen. Ja, jetzt ist es weg. Ja. Ich habe da gerade mein Weizen mitbezahlt. Ja. Ein kleiner Witz. Ja. Ihr wollt wissen, wie es damals gelaufen ist. In Ordnung, ich packe aus. Also, mein Telefon, ja. Der Anwalt. Ja. Ja, hallo, Franzi. Was ist? Schwebendes Verfahren. Wo denn? Natürlich. Ja, nichts sagen, gar nichts. Ja, gefährlich. Ich halte mich dran. Ja, servus. Ich kann leider doch nichts sagen. Ja. Ich bin auch gar nicht Franz Beckenbauer. Ich bin Uwe Müller aus Garching mit einem eigenen Friseurgeschäft. Ja. Aber über Fußball können wir natürlich trotzdem reden. Ja. Oder über Schalke 04. Schalke 04. Jetzt mal ganz im Ernst. 0 Siege, 4 Niederlagen. Ich meine, das ist eine Vollkatastrophe. Auf der anderen Seite ist im Leben immer alles relativ. Im Vergleich zu Werder Bremen ist der Schalker Saisonstart gar nicht so schlecht. Ja, sicherlich. Ja, vielleicht sollten sich die Schalker doch mal auf dem Markt umschauen, ob nicht doch ein Angelo Charisteas zu haben ist. Oder ein Ali Karimi unter www.graupen.de. Weil ganz im Ernst, der Hunterler, der Torjäger von die Schalker, der Hunter, der macht da mittlerweile einen Gesichtsausdruck, als wäre er selbst das Bambi. Jetzt einmal ganz im Ernst, ich verstehe ja den Heidel und den Weinzierl nicht. Ja, da haben die zwei es in Mainz und in Augsburg so gemütlich, ja, so kuschelig, und dann wechseln die zwei ohne Not in diese Irrenanstalt. Und wenn es so weitergeht, dann heißt es schon bald, zwei Flogen aus dem Kuckucksnest. Ja? Oder wie mein Anwalt sagen würde, schwebendes Verfahren. Ja, gut, ja, dafür ist der erste FC Köln, diese fußballspielende Prunksitzung, in der Tabelle jetzt Zweiter. Ja? Richtig, die Kölner sind jetzt Bayernjäger, sie wollen jetzt nach ganz oben, also quasi mit dem Modeste aufs Podeste. Ja? Das geht natürlich nicht, weil da ist der FC Bayern. Ja? Oder wie man auf dem Oktoberfest sagen würde, wir sind die Maß aller Dinge. Weil bei uns ist er jetzt der Arjen Robben wieder zurück, ja? Mit seinen Glasknochen. Ja? Der Arjen ist ja schon verletzt, wenn er beim Duschen von einem Wassertropfen getroffen wird. Ja? Wenn der Arjen einmal husten muss, ja, hat er unten anschließend am Fuß einen Bänderriss. Ja? Aber er ist ein guter. Ja, der Ancelotti hat ja gesagt, es sollen alle in der Mannschaft Deutsch sprechen. Aber wie soll das gehen bei Thomas Müller? Na gut, aber der Carlo Ancelotti hat ja auch gesagt, der FC Bayern ist wie eine Familie. Und da hat er natürlich recht. Ja? Ich bin quasi die Großmutter. Uli Hoeneß ist der verschollene Onkel, der plötzlich wieder auftaucht. Ja? Kalle Rummenigge ist die Mama mit der Doppelbelastung Familie und Beruf. Ja? Und dann haben wir noch die böse Schwiegermutter. Aber ja, der Matthias Sammer ist ja gar nicht mehr da. Ja, sicherlich, aber jetzt spielen wir erstmal gegen den HSV, richtig, ja genau, und das ist ja quasi das Schicksalsspiel für Bruno Labbadia. Aber der Bruno hat ja gesagt, wir schaffen das. Yes, we can, richtig, ja genau. Moment einmal, gerade Facebook-Nachricht von Thomas Tuchel, ja, dem Hare Krishna der Bundesliga. Ja, ganz genau, was schreibt er denn? Einladung, lieber Franz, zum Bikram-Yoga. Jetzt dreht er komplett durch, ja, der Thomas. Ja. Er hat ja für seine Familie, hat der Thomas ja einen Hund gekauft. Das ist ja ein Yoga-Dackel. Oder wie er sagen würde, ein Meditier. Ja, richtig, ja, also, servus, wir sehen uns. Ja. Gute Freunde, kann niemand. Oh. Ja, sicherlich, Freunde, hallo, das war die Kultliga aus dieser Woche. Und mich würde interessieren, was glaubt ihr, welcher Traditionsverein steigt in diesem Jahr ab und wird es wirklich einen erwischen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr weitere geile Clips sehen wollt, dann da und da. Und natürlich den Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Bis bald, euer Matze. Ciao, ciao. Matze Knobs neue Tournee Diagnose Dicke Hose mit dem Kultkaiser, Kultklopp und vielen mehr. Tickets, Tourdaten und alle Infos auf matzeknob.de.